Wenn du jemals das hier auf dem Boden finden solltest, dann heb es auf keinen Fall auf. Ihr habt richtig gehört, das Ganze ist wirklich lebensgefährlich. Denn es gab tatsächlich mal einen ganz kleinen Jungen, der gerade einmal 8 Jahre alt war und zur Grundschule ging. Er hat mit seinen Eltern in Amerika gewohnt, aber echt ziemlich ländlich. Und er hatte wirklich einen ganz, ganz langen Schulweg vor sich, wenn er eben immer in die Schule gehen wollte. Seine Eltern hatten leider wirklich nicht viel Geld und waren eben sehr, sehr arm. Also hatten sie im Endeffekt überhaupt keine Chance, ihren kleinen süßen Jungen zur Schule zu fahren. Sie hatten eben kein Auto und konnten ihm noch nicht mal ein Busticket bezahlen, sodass er eben zur Schule fahren konnte. Seine Mutter war leicht drogenabhängig und eben Alkoholikerin, genauso wie sein eigener Vater auch. Das Problem war, dass sie ihn wirklich öfters schon zur Schule begleitet haben und mit ihm dorthin gelaufen sind. Und ich sag's euch, wie es ist einfach 2,5 Stunden Fußmarsch von zu Hause bis zu seiner Schule aus. Also haben sie wirklich ganz, ganz lange eben ihr Geld gespart, dass der kleine Junge eben nicht mehr so viel laufen muss, und sie haben ihn einfach einen ganz schönen, kleinen, süßen Roller gekauft. Mit diesem Roller konnte er also immer wieder zur Schule fahren, bis er eines Tages dann einen Riesenfehler begangen hat. Dieser Fehler war so groß, dass es ihm sogar sein Leben gekostet hat. Der kleine Junge lief dann eben auf diesem Weg mit seinem Roller. Kurz vor der Schule hat er dann eben dieses Teil hier auf dem Boden gesehen. Er hat sich natürlich sofort gefragt, was das Ganze sei, denn es sah so aus wie eine ganz normale Münze. Eine Münze, die eben etwas verrostet war und eben schon dunkel geworden ist. Er hat sie natürlich sofort neugierigerweise aufgehoben und wollte eben wissen, was für eine Münze das ist, wie viel Wert sie hat, und war eben schon richtig glücklich herauszufinden, was es ist. Doch das hat sein Leben gekostet. Denn er hat das Teil tatsächlich vom Boden aufgehoben und es handelte sich um die ganz, ganz seltene Fallentürspinne. Die Fallentürspinne ist wirklich hochgradig giftig und hat diesen Jungen sofort gebissen. Mit dem Biss der Spinne kam dann eben auch ganz viel Gift in den Körper des Jungen, und er ist tatsächlich noch an diesem Ort verstorben. Was für eine unglaubliche Geschichte, und dieser arme, kleine Junge hatte gar keine Ahnung. Jede Hilfe kam zu spät, obwohl es sogar noch die Lehrer gesehen haben, die eben auf diesem Autoparkplatz geparkt haben, denn ungefähr 10 Meter davon ist es eben passiert. Doch keiner konnte ihm mehr helfen, denn alles war zu spät. Also immer aufpassen, wenn ihr sowas auf dem Boden findet, und hebt niemals einfach irgendetwas auf.